Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir mit diesem tollen Rätsel hier angefangen und damit können wir auch gleich direkt weitermachen. Yay! Aber das ist gar nicht mal so falsch. Also ich habe noch etwas selber probiert und es kann nur so sein, dass dieses Wort hier zuerst Jupiter ist. Und ich habe dann auch nachgeguckt, dass ich hier Mars Mars hatte. Stimmt sogar. Denn das ist eigentlich, kommt dann hier ein Komma hin. Mars. So, da kommt dann nämlich ein H hin. Jupiter steht über. Da kommt das V hin. Steht über Vulkan. Da wird er komischerweise mit C geschrieben. Was ist jetzt die Frage, mit C oder mit K? Ich schreibe ihn jetzt mal mit K. Also der ganze Satz wäre, Jupiter steht über Vulkan, Aeneas steht unter Mars und Mars steht zur rechten Vulkans. Da fehlt noch das N. Z zur rechten. Entschlüsselt. Ach so. Hast du dir was aufgeschrieben oder was sollte das jetzt wieder heißen? Bitte nicht. Bitte nicht. Keine Lust noch irgendwas zu lesen. Da ist auch schön, dass da Roman mit Mythology steht und nicht römische Mythologie. Hinweise. Weil das dürfte uns dann nämlich gleich helfen bei diesen Statuen. Weil das sind ja die. Guckst du jetzt mal da durch? Nö. Pff, lustig. Naja, gut. Jetzt können wir hoffentlich die Statuen da bewegen und machen und tun. Wäre nicht schlecht. Weil sonst wäre das gemein. Volong Dalong. So langsam kenne ich mich hier in dem Haus auch schon ein bisschen aus. Geheimnisse haben wir schon zwei gefunden, dann wird es wahrscheinlich auch hier wieder keins mehr geben. So, bitte mach das jetzt einfach, bitte. Machst du es jetzt oder hast du keine Lust? Das habe ich wohl nicht richtig gemacht. Fehlt da noch einer? Da fehlt ja noch einer. Ha, witzig. Ja gut, ich sag euch ja, wenn ich in der Lösung nachgucke, ich gucke wirklich immer nur danach, was mir dann auch gerade fehlt. Also ich lese nicht weiter. Deswegen ist es jetzt doof. Wo finden wir denn die letzte Statue? Oder je nachdem, wie viele dann noch fehlen. Also da kann es ja nicht sein. Außer wenn diese Tür hier jetzt mal aufgeht. Nein. Gut. Dann halt nicht, liebe Sophie. Tja. Statuen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Hier sagst du auch nichts. Ach, okay, rausgehen tust du ja. Das sollst du aber eigentlich auch nicht. Aber ist hier bei euch noch irgendwas, liebe Hundis? Ja, auf die andere Seite nochmal zu gehen, nützt ja auch nichts, oder? Also ich denke eher nicht. Gehen wir wieder rein. Hintereingang, aha. Warum ist sowas der Hintereingang? Ach so, das ist diese Tür. Das war der Schrank, den wir jetzt nicht nochmal aufmachen dürfen. Nee, dürfen wir tatsächlich nicht mehr.
Okay. Dann mach noch mal auf. Ja, aktualisiert haben wir alles. Hier haben wir eine Statue gefunden. Was ist da? Hier ist das andere Zimmer. Tja. Das haben wir gelöst. Wo ist denn hier bitte noch eine Statue? Am Fenster vielleicht? Nö. Das geht auch nicht. Ja gut. So langsam wird's hier aber eng, ne? Liebe Sophie. Dass sie hier nichts macht, das finde ich ja sehr, sehr lustig. Ja. Das wissen wir ja auch schon. Das sollst du auch nicht noch mal untersuchen. Da ist wieder das Schlafzimmer von dem Guten. Na, vielleicht haben wir hier doch noch irgendwas vergessen. Weil irgendwas fehlt ja noch. Sagst du bei dem Bett nichts mehr? Der hat da nicht zufällig noch irgendwas drin? Ach ja, das war ja auch noch. Das fehlte ja auch noch, der Ring. Perfekt. Also darf ich mir mal einen ganz großen Facepalm verpassen. Das ist ja. Ja, danke. Das muss Vulcanus sein, der Gott des Feuers und der Schmiede. Er war der Gemahl der Venus. Und ich habe eben noch gesagt, Hephaistos ist Gott der Dings und der Schmiede, aber das stimmt irgendwie auch. Also das ist nicht falsch, was ich gesagt habe. Das war jetzt wo? Ach Gott, dieses Haus. Ja, weil irgendwie dachte ich, weil wir den Ring ja schon bei der Brücke versucht hatten, warum auch immer ich das getan habe, habe ich irgendwie gedacht, der Ring, der wäre weg. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Das war jetzt, ja. Gut, dann können wir das jetzt dann hoffentlich auch machen. Und das sind ja auch alle, die in dem anderen Rätsel vorkamen. Deswegen wird das hier wahrscheinlich dann auch noch wichtig sein, weil das sah schon so aus, als dürfte man diese tollen Dinger irgendwie positionieren. So. Alles klar, das hat geklappt. Sehr gut. Also, was hatten wir da? Also, ich glaube, bei. Achso, Venus. Was sagst du denn? Z-Hinweis? Die entschlüsselte Nachricht enthält Informationen, die ich brauche, um die Statuetten anzuordnen. Ja, diese Nachricht war ja. Mal weg. Das war ja das Venus-Rätsel. Ist auch schön, dass man dann hier immer weiter nach unten wandern muss. Das war ja das hier. Der Schlüssel der Geschlechter liegt in ihren Händen. Es gibt viel zu tun, um Hathors Forderungen zu genügen. Ja, das hatten wir ja. Wahrscheinlich ist das ist dieser. Ja, genau, da, jetzt verstehe ich das auch. Jetzt mussten wir diesen Zettel da lösen, um das hier zu verstehen. Okay. Das heißt hier, dieser Jupiter steht über Vulkan, Aeneas steht unter Mars und Mars steht zur rechten Vulkans. Das ist die Lösung. Und das geht ja alles von. Darf ich eine andere Statue wählen? Ja. Also das geht ja alles von Venus aus. Darf ich die platzieren? Ja, genau. Es geht ja alles von ihr aus. Jupiter steht über Vulkan. Mars steht zur Rechten. Das ist wieder sowas, was doof ist. Jupiter steht über Vulkan. Aeneas steht unter Mars. Also Aeneas ist der einzige Sohn, der ja kein Gott war, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen könnte das zu diesem roten Feld da gehören. Ja. Setzt die das schon automatisch? Die setzt das automatisch. Okay.
weil das ist ja Vulkan. Mars steht zur Rechten. Dann müsste sie ja jetzt theoretisch den Mars unten rechts platzieren. Tut sie sogar. Amor? Oder machst du das automatisch? Jupiter steht über Vulkan. Über. Also kann der da eigentlich nicht stehen. Oder Moment mal, Jupiter war ja ihr Geliebter. Das heißt, Aeneas ist da falsch. Nein, tu den doch einfach da bitte hin platzieren. So. Jupiter war ja ihr Mann, wenn man jetzt mal von dem roten Pfeil ausgeht. Mit dem hat sie die ja bekommen. So, wer steht über Vulkan? Und Mars steht zur Rechten. Jupiter da drüber, dann müsste da der Vulkan hin. Setzt du die auch nochmal, tu den mal weg, komplett weg. Ja, also was habe ich jetzt gesagt? Der Vulkan, der Gute, der müsste da hin. Dann... Du müsstest nochmal weg. Mars steht zur Rechten Vulkans. Ist jetzt die Frage, meinen die mit rechts das rechts oder das andere rechts? Warum willst du den übrigens nicht da hinten einsetzen? Gib mal her nochmal. Warum gehst du mit dem nicht? Naja. Jupiter steht über Vulkan. Aeneas steht unter Mars. Genau, dann ist das er. Und ja. Irgendwas kann da doch dann sowieso nicht stimmen. Ja, mal probieren, ob das jetzt geht. Das kann es wohl nicht gewesen sein. Oder muss man die auch noch irgendwie in die richtige Richtung dann drehen oder was? Müssen die alle angucken, oder was? Wo guckt er denn hin? Das sehe ich da hinten nicht. So. Aha. Dann müssen die Gute auch noch angucken. Aha. Nicht erwischen. Ich muss in diesen Nahgarten. Genauso gelangt der Großvater auch in die Kellergrotte. Ich bin ziemlich sicher, dass er da etwas Wichtiges versteckt hat. Ich wünschte, ich wüsste, was es ist. Auch gut. Die Polizei ist da und dann sagt sie so, ja, ich muss in den Irrgarten und schlendert hier einfach so schön dran lang.
Ach, Gott sei Dank, wir haben das geknackt. Sehr schön. Ich wäre jetzt lieber draußen. Ja, ich wäre lieber drinnen. Also hier bei dem Brunnen sagst du gar nichts. In den Irrgarten. Ja, klasse. Sehr schön. Du hast doch einen Zettel gekriegt von deinem Großvater da, ne? Möchtest du den nicht mal lesen oder so, was du da bekommen hast? Also das hier ist es anscheinend alles nicht. Geheimnisse kann es nicht sein. Und Orte, steht hier jetzt zufällig Labyrinth oder so, bitte? Das wäre irgendwie schön. Oder Irrgarten, nein. Menschen ist auch Quatsch. Geschichte. Da kann auch nichts mit Irrgarten stehen, höchstwahrscheinlich. Nein. Ja, und Kunst sowieso nicht. Ja gut, das heißt dann, im nächsten Part dürfen wir durch den Irrgarten laufen.